wie mein Schicksal wurde geändert. Ich bin doch gerade erst drin. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Ja, habe ich die Kamera noch? Weil ich habe jetzt nur die Taschenlampe in der Hand. Ich hatte doch mit ihr die Kamera, ne? Wo sind denn alle? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und auch wenn jetzt wahrscheinlich das Gegenteil passieren wird, ich muss mal sehr positiv anmerken, dass ich bisher noch keinen Jumpscare-Effekt hatte. Also nicht so, wie ich es halt eben gewohnt bin normalerweise von Supermassive Games. Also fast schon gewohnt bin. Da kommen immer mal wieder welche rein, sagen wir es mal so. Und trotzdem finde ich es sehr, sehr geil gemacht und auch teilweise sehr gruselig gemacht. Auch wenn man sich die Toiletten hier anschaut, dann auf jeden Fall. So, mal schauen. Jetzt haben wir hier alles. Kann man sich da drunter quetschen? Die Frage ist, muss ich da raus oder muss ich da raus? Oh, das klang jetzt gerade gar nicht gut, als ob mir irgendwas auf den Kopf fallen wollte oder so. Hier kann ich nichts machen. Da ist der Ausgang, das ist ja unfair. Da muss ein Weg zur anderen Seite sein. Tagebuch? Nee, Schlüssel. Ah. Kann man immer gebrauchen. Okay. Sonst war da nichts drin. Ja, gut, dass wir erstmal hier rumgegangen sind. Ich gehe ja in der Regel immer erstmal lieber darum, wo wir halt eben nicht hin müssen. Okay. Allerdings normalerweise wegen Geheimnissen, ne, muss ich jetzt auch dazu sagen. Weil ich eigentlich nichts verpassen möchte, aber anscheinend haben wir ja schon was verpasst. Zumindest von diesen Figuren. Irgendwie, ich schaffe es jedes Mal, mindestens in der ersten Runde eine Figur zu verpassen. Von diesen Sammeldingern hier. Okay, dann ist das hierfür und nicht für woanders. Kommt da jetzt eine Leiche raus? Okay. Ich dachte schon. Franklin Norman, mein Schatz. Der Besitzer von diesem Spind hatte ernsthafte Probleme. Danke. Dir geht es sicher gut, da du mit jedem Tag stärker wirst, weiß ich, dass du gesund sein musst. Ich verstehe ja, dass du wegen deiner Arbeit einige Nächte auf dem Gut der Farellis verbringen musst, aber es macht mich traurig, wenn du mir nicht zurückschreibst. Wenn du nicht gerade krank bist, gibt es keinen Grund, dich zurückzuziehen. Du kannst mir alles erzählen, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich immer für dich da sein werde, komme, was wolle. Ich werde dich immer lieb haben, was auch geschehen mag. Ich werde auf ewig Teil deines Lebens sein. Ist das jetzt die Freundin oder war das die Mutter? Vor 3 Wochen hast du mir erzählt, dass du Probleme hast, Freundschaften zu schließen. Das kann ich gut nachvollziehen, mein Lieber. Nur wenige Menschen haben deine Freundschaft verdient. Erinnerst du dich noch an Marie? Ihrem Vater Gene Lee gehört die Bäckerei hier in der Stadt. Sie glaubt nur, weil ich einen Fuß in den Laden ihres Vaters setze, müsse ich mir all die Belanglosigkeiten anhören, die sie den lieben langen Tag so erzählt. Zum Beispiel, welche Tabletten sie auf Anraten ihres tollen neuen Arztes pünktlich um 8 Uhr täglich einnehmen muss. Oder wie dieser ihr an den Lippen hängt. Diese ganzen irrelevanten Details legen sich wie eine Schlinge um meinen Verstand. Sie nimmt diese Worte sicher furchtbar ernst. Ich wette, dir geht es da genauso wie mir. Also ich bin mir sicher, es ist die Mutter. Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmachen, habe ich das Gefühl, Insekten würden mir unter die Haut krabbeln. Jedes Mal, wenn sie mich mit ihren leeren Augen ansehen, muss ich nicken und lächeln und so tun, als würde ich zuhören. Jedes Mal, wenn ich glaube, sie würden endlich die Klappe halten, dreht es mir den Magen um und mir wird speiübel. Wenn sie wieder und wieder von all ihren lächerlichen Sorgen zu erzählen anfangen. In solchen Momenten muss ich immer daran denken, wie viel Lebenszeit ich wegen ihrer Ahnungslosigkeit schon verschwendet habe. Ich weiß, dass auch du täglich damit zu kämpfen hast. Wenn du es nicht mehr ertragen kannst, dann denk daran, was ich zu sagen pflege.
Die Zeit vergeht viel zu schnell. Je mehr du dich mit solchen Leuten abgibst, desto schneller geht deine Zukunft dahin. Das darfst du nicht zulassen. Du bist zu wichtig, um deine Zeit mit ihnen zu verschwenden. Und eines Tages wirst du an einem Ort gelangen, von dem ich dir erzählt habe und wo du endlich sehen können wirst, wie unwichtig sie schon immer gewesen sind. Bis es soweit ist, musst du das aushalten, aber lass dich nicht hinreißen. Melde dich bald wieder bei mir, Norman. Ich weiß, dass du deine Ma nicht länger warten lassen willst. Schließlich bist du ihr einziger Enkel. Hä? Ach so, Enkel? Was? Deine Ma ist doch die Mutter. Wieso ist das dann der Enkel? Ich werde immer über dich wachen. Alles Liebe, Ma. Ach so, Ma steht quasi für den Namen, oder wie? Du bist zu wichtig, um deine Zeit mit ihnen zu verschwenden. Melde dich bald. Moment. Hä? Ach so. Wieso steht das da nochmal drin? Keine Ahnung. Aber die scheint doch ein bisschen psychisch durchgeknallt zu sein, die Alte. Frank Stone, schwierige Kindheit, ließ ihn psychologisch anfällig zurück. Das ist leider oft so. Wir schaffen uns das Böse sozusagen selbst. Gut, dann gehen wir mal durch. In solchen Momenten hätte ich gerne eine Karte. Gehe ich rechts oder links rum? Rechts ist zu. Da gucken wir mal als erstes. Da unten. Ach nee, das ist nur das Licht, was so flackert, oder? Öffnen können wir auch nichts. So, das heißt, da müssen wir dann... Diese Dampfdüsen werden mich kochen. Aber das ist der einzige Ausweg. Ja, die müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie gucken, dass wir die abstellen. Aber wie? Oh, Moment, was ist das? Wenn ich diese Kessel repariere, sollte das Leck zu sein. Ja, wieso auch nicht? Die scheinen alle so handwerklich begabt zu sein. Die können Generatoren reparieren, die können Kessel reparieren. Ich weiß nicht, was die alle gelernt haben. Ich meine, das sind doch alles Kinder, oder nicht? Da war auch nichts mehr. Halt, halt, halt. Da ist auch noch ein Teil nötig. Oder gilt das alles als eins? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier nicht laufen. Nicht, dass hier jetzt auch noch sowas kommt. Hallo, ich war doch jetzt überall. Oder muss ich hier was holen? Gucken wir mal eben. Aber was soll hier irgendwo liegen, womit ich das reparieren kann? Hat da gerade was geblinkt? Und ich glaube, das war nur... War nur ein Reflex, glaube ich. Aber in der Toilette habe ich jetzt auch nichts gesehen, was da sein könnte, ne? Halt, stopp. Was war das? Was war das? Ernsthaft. In der Toilette liegt ein Ventilrad. Zwei Teile brauche ich insgesamt. Wieso habe ich das dann eben nicht gesehen? Das wäre mir doch aufgefallen, wenn das so auf dem Boden gelegen hätte. Oder wird das neue hier platziert? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir mal hier nochmal zurück, würde ich sagen. Nicht, dass hier auch noch irgendwie was liegt. Da drin auch nicht, ne? Gut, hier nicht. Also ich denke mal, ich brauche zwei Ventilräder, weil das sah so aus, als ob man halt... Achso, da brauche ich nicht quetschen. Als ob man auf zwei Teilen halt das Ventilrad dran machen muss. Die meint ja auch, sie muss das abschalten.
Bin ich immer noch nicht durch, ne? Hier ist auch nichts Neues. Moment, halt, stopp. Aufheben? Was aufheben? Oh, das war ja jetzt aber mal gut versteckt hier. Das hat man ja jetzt gar nicht gesehen. Okay. Verwenden. Und da kann ich nichts machen. Das kann ich nur hier, ne? Ich darf. Was darf sie nicht? Ach so. Die Frage ist, kann ich damit dann überhaupt irgendwas ablassen? Anscheinend ja. Okay, super. Ich weiß nur immer noch nicht, ob ich die Kamera noch mal brauche. So, das nichts mehr. Oh, Mädel, wie langsam bist du, wenn du läufst? Hier waren wir schon mal, das weiß ich noch. Kann man hier noch irgendwas? Scheinbar nicht, okay. Da komme ich wahrscheinlich zurück. Oh, dass man so überhaupt gar nichts sieht, ne? Das ist so ätzend, weil dadurch lasse ich ja bestimmt auch noch irgendwas liegen. Ja, wo sind denn die anderen gewesen? Ich habe keine Ahnung. Okay, da liegt wieder so ein Ding. Halt, stopp. Ein Hundehalsband. Oh. Merlin. Böser Hund. Merlins Halsband gefunden. Ach ja, der Hund. Ach ja. Wenn ich je aus diesem Labyrinth rauskomme, höre ich auf Bonnie und hau aus Cedar Hills ab. Geh nach New York, verliebe mich, trenne mich, lebe einfach. Ja, aber deswegen musst du dich nicht trennen, Schätzchen. Du kannst dich auch einfach verlieben und dann ein Leben lang mit demjenigen zusammenbleiben. Also wenn du Glück hast. Ja, krabbel weiter. Ich hasse beengte Räume. Ich kann kaum atmen. Kann ich verstehen. Konzentrier dich. Du kannst auch gern wieder aufstehen. Hallo? Ich wollte gerade sagen, die kriecht da die ganze Zeit rum. So, hier ist alles verschüttet, ne? Achso, das war das. Okay. Muss ich jetzt darum? Da ist es am Blinken. Das heißt, eventuell muss ich da rein. Da waren wir schon mal. Oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Zwei fehlen uns übrigens noch. Wegen dem Haken hier bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Hätte ja auch eine Falle sein können, dass der jetzt auf mich runterfällt oder so. Gut, hier vorne die Tür, die können wir wohl öffnen. Da, ach so, wenn ich da hochgehe, können wir beide? Nee, können wir beide nur ausprobieren. Von der anderen Seite verschlossen. Hier können wir auch nicht rein, ne? Oh,
Oh, Moment. Waren wir hier schon mal drin? Ansonsten riecht das doch sehr stark nach einem Geheimnis. Ich hoffe, ich hätte jetzt eben nicht noch links abbiegen müssen. Was haben wir denn hier? Ansehen? Oha. Okay. Da können wir auch nochmal weiter. Moment, ich mach mal eben... Kann man die aufschließen hier? Oh, hier ist auch noch was. Moment, Moment, Moment. Jetzt bin ich aber neugierig hier. Scheiße. Das ist Frank Stones Tagebuch. Ja, nimm's mit. 12. November 1962. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Ich habe getan, was ich tun sollte, aber nun bin ich schon seit Wochen allein. Bin ich gescheitert? Habe ich meine Aufgabe etwa nicht zufriedenstellend erfüllt? 5 Namen habe ich genommen und denn doch scheine ich dem Pfad nicht näher gekommen zu sein. Jetzt gibt sie mir keine mehr. Bin ich fertig? Gibt es nichts Böses mehr, das ausgelöscht werden muss? Woher soll ich wissen, ob ich bereit bin? Ich spüre es nicht. Okay, redet der jetzt von seiner Mutter oder ist das der Entitus oder sowas, der gemeint ist? Oder die Alte, die die Geschichte erzählt. Das kann natürlich auch sein. Ich träume jede Nacht vom Wald, von der Dunkelheit, die mich umgibt. Ich fürchte mich, habe Angst weiterzugehen oder zu schreien, weil ich mich dann verirren könnte. Ich warte darauf, dass ihre Stimme mir den Weg weist, wie Shamshet ist, damals auch Enkidu geleitet hat. Ach, das ist wohl ein Name. Ich warte darauf, dass sie mir die Angst nimmt und mir den Pfad zeigt, doch sie kommt nicht. Stattdessen kommt ein Feuer. Ich sehe es zwischen den Bäumen brennen. Ich habe Angst, darauf zuzugehen, denn es befindet sich jenseits des Nebels. Manchmal kann ich formlose Gestalten sehen, die sich wie Schlangen in den Flammen winden. Ihr Zischen brennt mir in den Ohren. Wenn sie böse sind, warum schreien sie dann? Sollten sie sich so sehr fürchten, obwohl ihr Tod doch gerechtfertigt war? Verspotten sie mich? Wollen sie mich zweifeln lassen? Ich denke an Dorothy, daran, wie sie geschlafen hat. Auf mich hat sie nicht böse gewirkt. Ihr Gesicht war kalt. Es hat mich an Ma erinnert. Woran kann ich den Unterschied erkennen? Ma war nicht böse. Warum war das bei Dorothy anders? Ich denke an dieses Schwein George und seine Hure Joyce, wie sie sich einander in Sünde hingegeben haben. Bei ihnen war ich mir ganz sicher. Ich bin hin und her gerissen und das frustriert mich. Woher soll ich allein wissen, wer böse ist? Wer kann mir mit Sicherheit sagen, dass nicht alle Bürger von Cedar Hills der Sünde verfallen sind? Vielleicht sollte ich sie alle hinrichten, die Stadt komplett auslöschen. Ich werde auf Anweisungen warten. Ich stehe allein im Wald und warte darauf, auf die andere Seite zu gelangen. Wenn ich jetzt schreie, verirre ich mich. Ich werde warten. Januar 1963. Sie ist endlich zu mir zurückgekehrt und sie ist zufrieden. Ich habe Fortschritte gemacht und ihre Erwartungen sogar übertroffen. Sie ist sich jetzt sicher, dass ich würdig bin und dass sich mir der Pfad durch den Wald offenbaren wird. Sie sagte, sie habe die Wurzel des Übels gefunden, die Quelle der Fäulnis, die Stadt befallen hat. Ich sitze direkt an ihren Ursprung. Howard Tester ist der Anführer dieses verwunschenen Hexenzirkels. Oh. Von ihm gehen die Äste des Bösen aus, die alles verseuchen. Durch ihn kann keine Gerechtigkeit mehr widerfahren. Er schmort zwar bereits in der Hölle, doch sein Blut wandelt noch immer auf der Erde. Sie ist dazu berufen, etwas abgrundtief Böses zu tun. Böser als alles, mit dem ich es je zu tun hatte. Und ich bin dazu berufen, sie aufzuhalten. Das ist meine Bestimmung. DP, BK, LR, JR. Sind wir hier in einem Song von den Fantastischen Vier? 4 Namen, 4 Prüfungen, die ich noch bestehen muss. Sie meinte, ich sollte mir Zeit lassen, denn ich darf keine Fehler machen. Ich werde nicht scheitern. Ich werde mir die Feuer, die Tester hervorgebracht hat, zunutze machen. Ich werde sein Vermächtnis mit Hilfe seiner Schöpfung zerstören. Ich werde sie ebenso reinigen wie diese Stadt. Sie sagt, ich soll nicht an meine Träumen zweifeln. Ich soll sowohl das Feuer als auch den Nebel willkommen heißen, um zu Enkidu zu werden. Muss ich meine Zweifel hinter mir lassen und mich von dem Teil vor mir formen lassen, den ich fürchte.
Mensch und Tier, Metall und Fleisch. Durch das Feuer vereint, dann werde ich auf die andere Seite gelangen und lernen, was es bedeutet, ewig zu leben. Nee, ewig zu wehren, ein Gott zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, zu glauben. Der Pfad durch den Wald ist frei und das Feuer erwartet mich. Ich werde mich nicht fürchten. Wurde stark von einer Person beeinflusst, genau. Das muss ich nicht aufschließen, das kann ich so öffnen. Dann gehe ich mal hier direkt rein. Mein Gott, hier ist alles so grauenvoll. Okay. Oh, jetzt ist so viel Text. Oha. Ich, Dwight Allen Parker, erkläre hiermit diese Schreiben zu meinem Testament. Ich besitze nicht viel, aber mein Auto möchte ich meiner Mutter Mildred Mabel Parker hinterlassen, die in Haus Nummer 13 der Hanging Gardens Avenue wohnhaft ist. Ich schreibe diesen Brief, um ihr zu erklären, was mit mir passiert ist. Ich wurde zuletzt am 16.02.63 gesehen. Ich war nachmittags mit Rusty, Daryl und den anderen Jungs am Cedar Creek was trinken. Als es langsam dunkel wurde, war ich schon ziemlich besoffen. Rusty wollte mich dazu bewegen, mich auf den Heimweg zu machen, woraufhin ich sauer wurde und auf die dumme Idee gekommen bin, ihn zu schubsen. Junge, habe ich das bereut. Rusty ist wutentbrannt abgehauen und die anderen Jungs gleich mit. Haben wohl gedacht, ich würde meinen Rausch ausschlafen und allein den Weg nach Hause finden. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, aber als ich aufwachte, stand da dieser Typ. Ein großer, starker Kerl. Er war zwar echt dunkel, aber ich konnte trotzdem sehen, wie er mich angestarrt hat. Seine Augen wirkten kalt und böse. Er hat geradewegs durch mich hindurchgesehen. Ich hatte Gänsehaut. Hab ihm gesagt, er soll sich gefälligst verpissen. Nach etwa einer Minute ist er dann wortlos gegangen. Plötzlich ist er auf mich losgegangen. Wortlos gegangen. Ich habe mich aufgerappelt und bin losgelaufen. Plötzlich ist er auf mich losgegangen. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber der Typ war stark wie ein Ochse. Er hat mich bewusstlos geschlagen und schließlich bin ich hier wieder zu mir gekommen. Ich fasse es einfach nicht. Das ist schrecklich. Wo hier sein soll, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man mich im Dunkeln eingesperrt hat. Ich glaube, ich bin schon mehrere Tage hier. Okay. Ich bekomme Wasser, aber nichts zu essen. Ich bezweifle, dass Cheryl Kusig mich findet. Aber selbst wenn, würde er mich nicht finden. Mich sucht. Aber selbst wenn, würde er mich nicht finden. Ich glaube, ich bin unter Tage. Ich kann Geräusche über mir hören. Sie klingen nach Maschinen, wie eine Fabrik oder so. Vielleicht bin ich ja im Stahlwerk. Ich habe den Typen inzwischen ein paar Mal gesehen. Er starrt mich immer mit diesen gruseligen Augen an. Ich kann ihn flüstern hören. Aber ich verstehe nicht, was er sagt. Ich glaube, er wird mich umbringen. Ich habe solche Angst, Mama. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal sehen. Ich war dir zwar kein guter Sohn, aber du warst immer für mich da. Ich hätte mir keine bessere Mama wünschen können. Vielleicht bist du ohne mich ja besser dran, wer weiß. Solltest du diesen Brief jemals lesen, dann richte Rusty aus, dass ich ihm nicht böse bin. Es war meine Schuld. Ich habe mich wie ein Idiot aufgeführt. Wie immer halt. Ich will, dass du weißt, dass es mir leid tut. Das alles hier. Ich hab dich lieb. Dwight A. Parker. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, der Dwight aus Dead by Daylight, hieß der Parker mit Nachnamen? Ich kenne halt nur die Vornamen, ne? Ich habe mir auch nie deren Story durchgelesen oder so. Da war doch gerade ein... Ah, ich habe was gesehen. Oh. Was sind das für Drecksteile? Der geniale Verstand mit der gebrochenen Psyche. Ja, es ist so cool, weil es ist einer meiner Main-Killer bei DVD. Kann ich den... Da kann ich aber nichts ziehen oder so, ne? Ah, es ist cool. Nostalgie. Okay. Ja. Moment, aufheben? Was war da gerade mit aufheben? Das war nur das Buch, oder? Also hier dieser Zettel da.
Okay. Ich dachte schon, da wäre jetzt noch irgendwas auf dem Boden. Oh. Wieder am Ausgangspunkt? Na gut. Hä? Wieso am Ausgangspunkt? Wir wollten doch nur die Treppe hoch. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!